Deutschland. Mein Geld ist knapp, ich zock euch einfach ab und sag, dass ich 7 Kinder hab. So, Salam Aleikum, grüß Gott, guten Tag oder auch... Nachdem der Video raus, aber mega. Erstmal, ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest und kommt mir jetzt nicht mit, nein, ich feier kein Weihnachten. Weihnachten feiert doch mittlerweile jeder, ja? Ich meine, wir haben dieses Jahr sogar Weihnachten ernster genommen als Ramadan. Das ist das Problem! Durch diese ganzen Feiertage hat sich mein Tagesablauf natürlich auch so ein bisschen verändert. Viele denken sich jetzt, dass mein Tagesablauf ungefähr so aussieht. Andere wiederum denken, dass mein Tag folgendermaßen aussieht. Aber ich muss euch enttäuschen, Leute, mein Tagesablauf sieht nämlich so aus. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir kommen so wie bei jedem Video natürlich wozu? Richtig, zum Top-Kommentar vom letzten Video, okay? Legenden besagen, dass Gustavo Rock Arvin seine Seiten geschnitten hat. Ja, hat er auch, als ich in seiner Villa war. Ich hasse es über alles, wenn ihr meinen Palmenpenis anfasst. Ihr fragt euch sicherlich, um was für ein Thema es heute geht. Nein, tut ihr nicht, weil es im Titel steht und ihr lesen könnt. Und zwar geht es heute um unsere beiden Lieblings-TikTokerinnen. Und zwar Nicole und Elisa, genau. Ey, ohne Spaß, Leute, ich sag's euch, wie es ist. Ich vergesse ihren Namen durchgehend, ja? Also wundert euch nicht, wenn ich sie jetzt im Video Elise, Anissa, Alisa oder so nenne. Was haben Nicole und Elisa gemacht? Richtig, sie haben eine 8 TB Festplatte gefüllt. Nein, sie haben, was war... Die beiden haben OnlyFans-Accounts gemacht. Für die, die OnlyFans nicht kennen. Und zwar, das ist so eine Seite, wo ihr Weiber abonniert, monatlich Geld zahlt und dann sozusagen so Exklusiv-Content bekommt. Ansehen ist eins, Kosten das andere. Also, reden die ohne Birne? Ich persönlich, ich habe gar keinen Plan von diesem OnlyFans-Kram. Ja, ich meine, als ob ich so tief gesungen bin und mir sowas hole. Jedenfalls gibt es da, soweit ich weiß, Abos ab $5 bis $50 im Monat. Man kann seinen Account auch hochstufen. Ja, also ihr müsst euch vorstellen, es gibt da so verschiedene Unterteilungen. Ich empfehle euch auf jeden Fall das $15 Starter-Following-Bundle inklusive Privatchat-Abo. Warte, einen Augenblick, was? Okay, wir haben gar nicht die Frage geklärt, wer sind überhaupt Nicole und Elisa? Plastik haben sich versammelt. Oh, hallo, das wollte meine Stimme doch gar nicht, Mann. Sie haben voll lange das alles gearbeitet. Ey, ich verstehe nicht, warum so viele Leute so respektlos sind und die beiden einfach so mit Plastik vergleichen. Ich meine, das passt doch gar nicht. Plastikflaschen sind doch immerhin noch 25 Cent wert. Oh mein Gott! Yeah, they had us the first half, I'm not gonna lie. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal so ein bisschen was von denen an, okay? Hierbei will ich wieder erwähnen, dass das alles natürlich nur Unterhaltung ist. Keine Beleidigung, kein Hate, kein Nichts. Also dann würde ich mal sagen, rinnen die Ole Birne. Herz auf der Zunge, los geht's. Sollen wir ehrlich sein? Ja, ich glaube, weil ihr euch unterstützt uns ja auch. Deswegen müsst ihr auch unsere Ziele kennen. Also das Erste wäre halt natürlich ein Auto. Also ja, am besten ein Porsche. Genau, oder AMG würde auch noch. Ja, das geht auch noch einigermaßen. Dann als Nächstes wollen wir nach L.A. ziehen. Nicole und Elisa, ich habe zwar kein Auto, aber dafür heftige Finanzamtsschulden. Seid ehrlich, so macht euch das geil. Ich kauf dir Schmuck von Steuergeld. Und was für L.A., Digga, komm, ich nehme euch mit in mein Dorf, in meine Heimat. Wir haben da sogar Ziegen, ne? Und jetzt passt auf. Wir haben einfach eine Ziege und die wurde nach mir benannt, ja? Ich würde sie euch ja gerne zeigen, aber ich glaube, die wurde safe schon geschlachtet, Junge. Klaus Grill, Fans Grill, Barbecue. Aber wirklich mal zu dieser Nicole und zu dieser Elisa, Digga, ist so... Digga, ich kann mir ihren Namen nicht merken. Ich habe sie bei OnlyFans abonniert, aber ich kann mir ihren Namen nicht merken. Aber ich habe ihren Namen oft gesehen, so. Das kann nicht sein. Ohne Spaß, ich frage mich so, was die Leute in der Schule über die beiden denken. Hallo, liebe Leute. Wir wollen euch etwas sagen. Bundesspaß-Pen-Wettbewerb. Wir haben zwar viele Klamotten, doch die brauchen wir nicht tragen. Ihr jämmerlich ein kompletter Versager. Ich wollte jetzt auch nochmal was sagen. Nämlich, natürlich zeige ich gerne meinen Körper. Natürlich mache ich gerne den Content, den ich immer gemacht habe hier. Oder lade gerne Sachen auf die Ü18-Website hoch, die für Leute ab 18 aber gedacht ist. Guck mal, also das ist schon eine gewagte Aktion, ja. Also hier OnlyFans-Account machen, direkt Nippel zu zeigen und so. Ich frage mich wirklich so, wie deren Umfeld mit sowas umgeht, ja. Ich meine, das ist jetzt nichts Alltägliches hier in Deutschland. Glaubt ihr, die Eltern wissen das so? Ich weiß, stellt euch mal vor, so die Freunde von den Eltern reden so über sie. OnlyFans, richtig? Du, ich wusste es doch. Sag mal, ich hab die Stute schon mal gesehen. Du, das eine Weibchen da, sag mal, das ist auch eine Saftige. Sag ich mal, ja, auch Schreiner, sag mal, das ist ein Pimmel. Ich weiß. Mir ist aber absolut egal, falls ein Mädchen OnlyFans hat, ja. Ich meine, ich interessiere mich wirklich nur für die inneren Werte. Ach, du hast OnlyFans. Ach Quatsch, nein, das interessiert mich doch nicht. Ja, wie heißt du denn da? Also erstmal zu dem Video, ich bin's nicht. Guck mal, ich hätte ja nicht mal was dagegen, wenn ich's wäre. Ich würde ja dazu stehen, aber ich bin es einfach nicht. Was soll ich sagen? Ich bin's nicht. Und es gibt auch nicht solche Videos von mir. Und ich will auch solche Videos nicht veröffentlichen. Guck mal, Leute, jetzt mal Real Talk, ja? Ich weiß so, klar, ich bin jetzt auch nicht so der anständigste Typ, so, wenn man das so sagen kann. Oh, oh. Aber es gibt bei der ganzen Thematik hier eine Sache, die mich wirklich richtig abfuckt. Und nein, es sind nicht Nicole und Alasso. Die beiden nutzen nämlich einfach ihre Möglichkeiten. Und ich kann euch versichern, Leute, ohne Spaß, dass sehr viele Mädchen, der Großteil sogar, 1:1 das Gleiche machen würde, wenn sie erstens in derselben Situation wären und zweitens wissen würden, was für einen heftigen Umsatz die beiden durch diese OnlyFans-Aktion generiert haben. Wirklich, Leute, so, es ist, wie es ist. Man kann es sich ungefähr so ganz grob einschätzen, wie viel Geld die gemacht haben. Und ich sag's euch, wie es ist, die hätten das Gleiche, wenn nicht sogar mehr machen können, auch wenn sie nicht mal ihr wisst schon was gezeigt hätten. Also Nippel. Ich sag euch gleich mal, was mich abfuckt und dann analysieren wir auch mal so deren Marketingstrategie auf Business-Ebene, okay? Neue Rolex Submariner. Ja! Ja!
Hey Leute, ich hab so hart verkackt, ne? Guck mal, da gab's so ein Video, wie Nicole so Omegle war mit so ein paar kleinen Kindern und so ihren, ihr wisst schon, was gezeigt hat. Ich hab darauf eigentlich reagiert, aber sie hat's jetzt privat genommen. Deswegen stellt euch jetzt einfach vor, ihr habt diesen Clip gesehen, okay? Oh mein Gott, Nicole, das sind doch kleine Kinder. Mach doch, was du willst, aber halt dich doch bei sowas zurück. Mach wirklich, was du willst, aber mach sowas doch nicht vor Kindern. Okay, auf TikTok sind eh zum größten Teil Kinder. Jetzt war ohne Spaß was los bei dir. Selbst ich bin anständiger auf Omegle als du. Hey, siehste, na, wie alt heißt du? Nein, wie heißt bist du? Nein, wer bist du? Aber gut, später ging's eigentlich klar. Ach, okay. Ja, du bist wohl ein bisschen schüchtern, ne? Ja, alles gut, wir fangen langsam an, ja? Also ich bin Arvin und ich bin 20 Jahre alt und ich pisse gerne ins Waschbecken, ja? Also in mein eigenes, ne? Nicht bei fremden Leuten oder so. Natürlich in mein eigenes. Ich mach's danach auch immer sauber, ne? Also nachdem ich daraus trinke, bevor ich von der Pisse trinke. Wir stellen uns euch kurz vor und dann lädt ihr aus, ja? Also ich bin Elisa und ich kann gut springen. Und ich bin Nicole und ich will mich vorstellen, aber davor will ich einen Schluck Wasser trinken. Hä? Wo ist denn meine Wasserflasche? Nicht, Leute. Ihr wisst ja, was krass ist. Guck mal, alle haben sich ja immer über RTL aufgeregt, dass sie die Zuschauer verblöden und so. Aber wenn man TikTok und deren Content mit RTL vergleicht, Digga, dann ist RTL im Gegensatz zu denen wie die Oxford University, Digga, was ist das? Alle dachten einfach, es geht nicht schlimmer als RTL und jetzt ist einfach TikTok da, ja? Also merkt euch, Leute, there's always a bigger fish. Es gibt immer einen noch größeren Fisch. So, jeder kann einfach seinen Körper zeigen, wenn er möchte. Und ich habe auch schon von Anfang an seit 2 Jahren auf Instagram auch mein Po gezeigt und alles drum und dran. Und jetzt mache ich das einfach auf einer Plattform, wo man dafür Geld verlangen kann. Okay, ich wollte jetzt mal auf die Onlyfans-Sache eingehen, ja. Man könnte jetzt sagen, das ist ehrenlos von denen, sie verkaufen sich unterm Wert und so. Aber nein, Leute, darum geht's gar nicht, ja. Und zwar, es geht darum, die sind die ganze Sache komplett falsch angegangen. Die hätten alles viel schlauer und auch strategisch besser vermarkten können, ja. Kennt ihr Belle Delphine? Das ist eine amerikanische Journal-Darstellerin, Insta-Model, E-Girl, Videoproduzentin. Noah, Digga, die hat mehr Recht als Jeff Bezos, Junge. Jedenfalls, ihr müsst euch vorstellen, diese Frau macht $1 Million Umsatz im Monat nur durch Onlyfans. Und jetzt passt auf, sie zeigt auf keinem Bild, wirklich nirgendwo, sie zeigt gar nicht ihre, ihr wisst schon was, ne? Also man sieht nicht alles. Und was machen Nicole und Elisa? Die haben einfach direkt alles rausgehauen, ey, ohne Spaß, dümmer geht's doch nicht. Guck mal, ihr hättet erstmal so eine einwöchige Promophase machen sollen, ja? Und dann das Ganze ganz langsam angehen können. Guck mal, ich stelle mich hier so freiwillig zur Verfügung, ja, als euer Manager. Ich kann gerne eure Accounts verwalten, die Bilder überprüfen und auch meinen Senf zu den Bildern abgeben, ja? Und nein, ich meinte nicht meine Meinung. Yeah! Aber auf TikTok wollte ich das nicht mehr jetzt so machen. Und ihr könnt gerne auf meiner Seite gucken. Ich habe schon lange nicht mehr so einen, vor allem perversen Content in die Richtung gepostet. Oder mein Arsch war damals hier. Jetzt ist eigentlich immer... Seid mal ehrlich, Leute. Soll ich auch mal mit Onlyfans anfangen? So, ich bin ehrlich, Digga. So, ihr seid meine Abonnenten. Warum soll ich euch anlügen? Ja, so, ich habe schon einen knackigen Hintern. Ja, seid mal ehrlich. Wollt ihr sehen, schreibt mir auf Instagram was. Ist das zu fassen? Ey, ich habe ja vorhin gesagt, dass mich etwas abfuckt und dass es nicht Nicole und Elisa sind. Ne? Ich habe voll vergessen zu sagen, was ich überhaupt meine damit. Wisst ihr, was mich abfuckt? Und zwar die ganzen Leute. Guck mal, tausende Leute haten die beiden in den Kommentaren und so. Ihr kleinen Bengel, ihr macht die so fertig in den Kommentaren. Hö, Papa hat ganz stolz und so, ne? Aber ihr seid dann genau die Loser, die sich so ein Onlyfans-Abo holen. Was für eine Ironie, Digga. Guck mal, nehmt euch doch ein Beispiel an mir, ne? Ich meine, ich gucke mir zwar auch Nacktbilder an, aber nicht von Frauen. Es ist, wie es ist, Leute. Lasst die beiden ihr Ding machen und unser Ding hart machen, dann passt das auch. Ja, dann ist völlig in Ordnung. Beide sind auch nur Menschen und ohne Spaß, wenn ich mir auch meinen Onlyfans-Account machen soll, dann lasst unbedingt mal ein Like auf dieses Video da, ja? Ich werde das dann spontan entscheiden, ne? Wäre schon lustig eigentlich, ne? Ach ja, und vergesst niemals... Beweise, es gibt unendlich viele Scheiße. Deutschland, mein Geld ist knapp. Ich zock euch einfach ab und sag, dass ich 7 Kinder hab. Ich schwör, ich hab auch 7. So viel hab ich getrieben.